Hindenburg ist enttäuscht, dass ihn offenbar niemand für diesen Krieg braucht. Noch am Abend seiner Ankunft in Hannover schreibt er einen Brief an den Generalstab in Berlin. Er bittet ein weiteres Mal höflichst um seine Kriegsverwendung. Das ist eine Art Bettelbrief gewesen, den er an den preußischen Kriegsminister schickte. Er sagt selbst, dass er sich kaum noch traut auf die Straße, weil man gewissermaßen mit den Fingern auf ihn zeigen würde. Warum ist er noch nicht wieder zu den Fahnen geeilt? Hat er keine Order erhalten? Nein, er hielt keine Order. Und er hat in diesem Schreiben deutlich gemacht, dass er sogar unter Wert verwendet werden wolle. Die erste Phase des Krieges erlebt Hindenburg zu Hause. Als mich die Nachricht vom Losbrechen des Sturmes traf, wurde der Soldat in mir, in seiner alles beherrschenden Kraft, wieder lebendig. Der deutsche kaiserliche Heerband trat an. Eine stolze Kriegsmacht, wie sie die Welt in dieser Tüchtigkeit nur selten gesehen hat. Würde mein Kaiser und König mich bedürfen? Ich blieb in sehnsuchtsvoller Erwartung. Inzwischen entwickelt sich Deutschlands Zweifrontenkrieg zum Albtraum. Die Deutschen hatten gegen Frankreich mit einem schnellen Sieg gerechnet. Dann erst sollten die Truppen nach Osten aufmarschieren. Doch der Plan scheitert. Als Mitte August 1914 Ostpreußen an Russland zu fallen droht, suchen die deutschen Generäle einen Mann, der den Vormarsch der russischen Armee aufhalten kann. Die militärische Führung der 8. Armee, die im Osten eingesetzt war, hatte, wenn man so will, versagt. Sie war nicht imstande, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und jetzt ruhten die Hoffnungen auf Ludendorff. Der Generalmajor ist zwar ein hervorragender Militärstratege, doch er gilt als menschlich schwierig und für die Aufgabe nur bedingt geeignet. Aber Ludendorff war rangmäßig nicht so weit, dass man ihm das Kommando dieser Armee übertragen konnte. Und suchte man jemanden, der Ludendorffs Kreise nicht störte, der Ludendorff nicht ins Gehege kam. Und dann fand man jemanden. Der preußische Kriegsminister entsann sich, da gibt es doch Hindenburg. Der bringt alle Voraussetzungen mit, der ist General gewesen. Wir können ihn vielleicht sogar, indem wir ihn zum Generaloberst befördern, mit dem Kommando dieser Armee betrauen. Er wird Ludendorff nicht hineinreden. Und genau so kam es. Hindenburg ist durch ein Telegramm verständigt worden, dass es plötzlich eine Verwendung für ihn gab. Und er ist sozusagen in einen Zug eingestiegen, in dem bereits Ludendorff mit dem Schlachtplan auf ihn wartete. Hindenburg war nicht kriegsverwendungsfähig eingekleidet. Er musste seine alte Litewka, also das, was er noch im Schrank gewissermaßen hatte, anziehen. Das war nicht die Uniform, die eigentlich die Uniform war, die ihm dann standesgemäß zustand. Aber man sieht daran, wie improvisiert das Ganze war. Ihm war klar, dass die Aufgabenverteilung so war, dass Ludendorff mit einem fertigen Schlachtplan kommen wollte. Ludendorff informiert ihn grob über den Kriegsplan. Hindenburg sagt, es wird alles schon richtig sein, jetzt wollen wir aber zunächst einmal schlafen, um den großen kriegsentscheidenden Sieg im Osten zu erzielen. Unter Hindenburgs Kommando hat Ludendorff freie Hand. Ludendorff kennt seinen Gegner, denn er war als Militärbeobachter in St. Petersburg und spricht Russisch. Während Hindenburg an der Ostfront seine Soldaten inspiziert, setzt Ludendorff seine Schlachtpläne in die Tat um. Mit Ludendorffs Taktik gelingt es den Deutschen, die russische Armee in Ostpreußen zu besiegen. Doch Ludendorffs Triumph über die Russen beansprucht Hindenburg geschickt für sich. Es gab eine frühere Schlacht bei Tannenberg im 15. Jahrhundert, als Polen Preußen besiegte und Tannenberg dadurch in die polnische Mythologie einging. Dass die Deutschen dann 1914 eine Schlacht gewinnen konnten, die nicht allzu weit von dem historischen Schlachtfeld entfernt war, und Hindenburg sie dann die Schlacht von Tannenberg nannte, war gewissermaßen die Rückeroberung von Tannenberg.
Hindenburg war sich durchaus der historischen Signifikanz dieses Ereignisses bewusst und hat es auch bewusst so mitgeholfen zu propagieren.